Willkommen, liebe Crewmitglieder. Wir spielen die Demo zu Station to Station. Das ist ein Zugspiel, in dem wir wohl ein Schienennetz ausbauen. In putziger Voxel-Grafik. Das Spiel soll noch in Deutsch erscheinen. Ist im Moment in Englisch. Und 2023 soll es noch rauskommen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal rein und schauen mal, was uns geboten wird. Wir spielen die Demo. Ah, Level 1, 2, 3. Play this level. Warte, machen wir das. Okay, Goal. Complete all 12 buildings. Okay. Also ich weiß, dass der Zug hier irgendwie langfährt und dann wird das irgendwie eingefärbt. Dann wird es bunt, aber mehr weiß ich auch nicht. Linke Maustaste kann ich das auch hier. Okay, rechte Maustaste drehe ich. Und ranzoomen, rauszoomen, ja klar. Standard. Okay, sollen wir über das Gebäude hier rüberfahren? Produziert. Weizen. Braucht. Gar nichts. Buildings need to be connected to station. Press back. Okay, es muss verbunden werden mit einem Bahnhof. To place a station. Ja, dann werden wir mal eine Station. Wo bauen wir denn die Station hin? Ah, die kostet Kohle. Rotate. Ah ja, okay, können wir drehen. Ah, alles klar, die brauchen Bahnhof. Kann ich da? Jetzt würde ich ganz gerne ranzoomen. Das geht natürlich jetzt beim Bauen nicht. Wunderbar, jetzt würde ich gerne mal ranzoomen. Das ist ja cool. Was habe ich hier im Bahnhof? Und nun? Ach so. Ach so, und sobald ich da dicht genug ran, weiß der, jo, alles klar. Dieser Bahnhof versorgt quasi. Das ist gut. Dann machen wir ihn so hin. Ich glaube, das ist besser. Ja, die Station. Und die würde ich jetzt gerne. Habe ich gebaut? Ach nee, ich muss da hinten auch noch einen hinbauen, ne? Ja, genau. Die beiden sollen jetzt verbunden werden. Alles klar. Okay, die Mühle braucht natürlich den Weizen. Station Connector. Build a Railroad. Okay, den Station Connector. Start moving, remove. Nee, das ist der Station. Ah, Station Connector. Start. Okay, also ich kann jetzt aussuchen, mit welcher Dings ich losgehe. Dann gehe ich hiermit los. Dann gehe ich daran. Ja, und von hier natürlich wieder. Ja, bauen, na klar. Hast du aber schon, oder? Jawohl! Ah, genau, und jetzt geht's los. Aber ich muss doch hier auch noch bauen. Ich will wieder im Baumodus. Nee, keine Station bauen. Weil wir können ja nicht im Kreis fahren. Oh, ist das super. Jetzt kommt er hier rum. Tschüss, tschüss. Aha. Jetzt gibt es ja noch mehrere Windmühlen. Ja, das habe ich jetzt komplementiert. Okay, jede Farm kann nur eine Mühle bedienen quasi. Ah, okay. Das heißt, die neue muss natürlich zu einer neuen Mühle. Das heißt, die beiden müssen verbunden werden. Das bringt nichts, wenn ich sage, yo, fahr mal hier hin. Das geht nicht. Aber ich würde jetzt ganz gerne hier im Kreis fahren können. Genau. Dahin. Sehr schön. Oh, ist das super. Und so wird man wahrscheinlich verschiedene Sachen irgendwie, ja. Ach, dann fährst du wieder rückwärts. Na, du bist ja ulkig. Hätte das ja nicht machen müssen hier. Gut, das heißt, ich baue jetzt einfach noch eine weitere Station. Oder, ja klar, muss ich ja. Also es bringt ja nichts, wenn ich jetzt von hier weiter baue. Ich will keinen Train mehr anbauen. Achso, doch, warte mal, doch. Ich wollte die Strecke eigentlich bauen. Ach, deswegen fuhr der nicht im Kreis, weil das noch nicht fertig gebaut war. Bau das fertig. Oder fährt jetzt noch ein Zug los? Nee, das geht ja nicht. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob der im Kreis fährt. Jetzt fährt da wirklich ein zweiter Zug. Ich will das gar nicht. Also können die Züge nur hin und her fahren? Das kann doch nicht sein. Nee, das wird noch anders gehen. Ja super, was machen die, wenn die sich hier begegnen? Na ja, kriegen ein Problem jetzt aber. Er hat doch irgendwie eine Leerfahrt hier, ne? Da bin ich mal gespannt. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. So, er entlädt natürlich. Ja, und fährt wieder zurück. Also die fahren, ja gut, er kann ja nicht. Also auf einer so eine Strecke fährt wohl immer nur ein Zug. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, was du machst. Ist natürlich ganz cool, wenn die jetzt wirklich parallel fahren. Wobei das im Endeffekt wahrscheinlich Banane ist, wie viele Züge da fahren, ne? Da kriegt er Geld. Ja, du hast ja keinen Anhänger, Junge. Was willst denn du liefern? Ja, und was machst du jetzt? Jetzt stehst du da, ne?
Nichts machst du. Dann muss ich mal gucken, ob der jetzt immer leer fährt oder ob der gleich einen Hänger kriegt. Ah, mal gucken. Okay, also die beiden soll ich jetzt auch verbinden. Das heißt, wir bauen eine Station. Und zwar hierhin. Und wir bauen eine Station dahin. Und verbinden das Ganze natürlich. Kann ich eigentlich auch sagen, ich will hier ein bisschen gerade. Ja, das kannst du, okay. Also man muss nicht so direkt, man kann jetzt auch sagen, so, ich fahre jetzt ein bisschen so, und dann fahre ich ein bisschen so. Damit es einfach länger dauert. So, fahren wir noch ein bisschen hier hin. Und, so, und dann, so. Und, bauen. Jawohl, und das wird alles schön bunt jetzt hier. Richtig gut. So, die Eisenbahn fährt los. Was ist denn mit meiner anderen Eisenbahn? Die müsste denn ja, wenn jetzt einen Hänger abkriegen, weil sonst könnte er das auch wegreißen. Wenn die keinen Hänger kriegt, dann transportiert die ja nichts. Dann fährt die hin und her. Wahrscheinlich ist es das, was er meinte. Es kann sowieso nur immer ein Zug den bedienen. Dann könnte er doch wegreißen hier. Ja, okay, der transportiert nichts. Aha. Aha. Okay, ja, den lasse ich erstmal weiterfahren. Das war, glaube ich, Käse. Ach, guck mal hier. Hier muss ich jetzt schon hier rüber und da hin und her. Hm, ja gut, okay. Das kriegen wir hin. Station hier. Station da. Ja, start to build from station to station. Okay, dann fahren wir hier so lang und da rüber und... Bäume werden natürlich alle weggemacht. Braucht kein Mensch. So. Und daran. Und los geht's. Ja. Bin mal gespannt, wann die Stations zusammenkommen. Das muss ja irgendwie auch funktionieren. Aha, neues Gebäude. Oha. Milch. Die brauchen Milch und hier wird Milch produziert. Ne, die brauchen Milch. Die produzieren Milch. Das ist der Bauernhof. Okay, und du? Du brauchst Milch. Und du auch. Also ihr beide braucht Milch. Mhm. Gut, dann bauen wir erstmal Bahnhof hier. Bahnhof da. Nein, ich bräuchte jetzt auch einen Bahnhof da, ne? Irgendwie. Also das, was wird hier, was ich baue. Das wird spannend. Okay, das heißt. Ja, aber ich könnte jetzt wahrscheinlich ja... Ein Zug fährt jetzt hier hin. Ja, machen wir ein bisschen so, das ist... Oh. Das wird aber abenteuerlich, was ich hier... Nee, blockt. Okay, das geht nicht. Das geht nicht. Remove. Das funktioniert. Aber jetzt könnte doch ein zweiter Zug... Vielleicht hier... mal gucken, ob das aber passt. Dahin fahren. Ah, doch, 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 doch. Der nimmt Milch mit, ne? Neue Gebäude. Ach je. Jetzt wird es aber ein bisschen... Jetzt wird es aber ein bisschen mehr. Buildings can be indirectly connected. Instead of directly connecting this cheesery to the dairy farm on the other side on the map, try to connect them both to a nearby station on the network. Achso, warte mal. Der will jetzt von mir, dass ich die... ich glaube, der will jetzt von mir, dass ich das verbinde mit bestehenden Stationen. Kai, verstehe ich das jetzt richtig? Aber erstmal muss hier eh eine Station hin. So, hier muss eine Station hin. Okay, und... naja, hier brauche ich auch eine. Ich kann natürlich... Ja. Ja, gut. Na, hier auf der Schiene kann er nicht fahren, weil da kommt ja schon Zug. Der wird ja nicht weiterfahren. Also das muss ja Milch hin. Meinen die damit das hier? Kann ich hier rüberfahren? Oh, tatsächlich. Okay, okay. Wollen wir mal schauen. So, was habe ich da eigentlich? Ich verbinde jetzt gerade die Milchdingsbums. Ja, also die Deutsche Bahn sollte mich nicht einstellen, um irgendwelche Zugstrecken zu planen. Das wird in die Hose gehen. Ah, okay. Ich glaube, das ist so gemeint, ja. Na, ich nutze jetzt... Oh Gott, das sieht sehr vertrauenswürdig aus, was ich da gebaut habe. Genau, ich nutze die bestehende Station.
um damit andere Sachen zu transportieren. Das heißt, hier, die brauchen ja Milch. Die Milch wird jetzt erstmal abgeholt. Das müsste so funktionieren über den Ding hier rüber, ey. Und hier rauf. Krasse Steigung. Aber mal gucken, ob das klappt. So, und dann hatte ich doch noch irgendwie ein Gebäude, das verbunden werden möchte. War das nicht so? Ach, hier. Du produzierst Milch. Ihr braucht Milch. Das heißt, ich könnte ja sagen... Wäre krass, wenn man hier noch eine Weiche einbauen könnte. Ja, das sind immer nur Bahnhöfe. Na gut, einen Bahnhof brauche ich ja hier oben. Der muss hier hin. Die Station. Das Ding ist halt, die produzieren Milch. Und diese Milch müsste jetzt irgendwie dahin kommen. Jetzt könnte ich natürlich... Kann man hier ran? Ne, ran kannst du? Kannst du anscheinend so nicht. Da wäre es aber auch kompliziert, wenn du Weichen stellen musst. Ey, das ging heillos durcheinander. Aber warte mal, ich fahre hier einfach querfeld durch. Ja, einfach hier rüber, komm. Zack, ran hier. Oh, das geht nicht, weil zu teuer. Ja, ich habe so viel Geld gar nicht. Ich müsste jetzt erstmal Geld verdienen. Das kriege ich ja bestimmt. Mach das weg, mach das weg. Kriege ich ja bestimmt durch meine Transporte, ne? Kann man das auch ein bisschen beschleunigen? Ja, das Spiel soll auch nicht beschleunigt werden. Earn money by completing supply chains, ja. Each connected resources earns $70, okay. Ah, ich kriege das nur einmalig, ne? Ich kriege nicht jedes Mal Geld, wenn irgendwo was ankommt, oder? Das werde ich ja gleich sehen. Obwohl, da hätte ich jetzt schon die ganze Zeit Geld bekommen. Ja, die produzieren Weizen, das wird ja erstmal irgendwo hingefahren. Wo fährt der eigentlich hin? Ah, er fährt hier hin, okay. Nee, also ich kriege nicht permanent mehr Geld, sondern ich kriege nur für eine Strecke Geld. Ja, dann lass mal schauen, ob ich das irgendwie... Ich glaube, das ist zu weit weg. Ich glaube, das ist zu weit weg. Aber warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Du brauchst Milch. Du produzierst Milch. Aber warum fahrst du nicht dahin? Ist so viel dichter. Captain, was machst denn du? So. So, ja. Genau so bauen wir das. Das ist die perfekte Strecke. Level completed. Press a button in the bottom... Right Corner. Ah, okay, da könnte ich Next machen. Aber ich will nochmal sehen, ob das klappt. Also, man kriegt halt eben nur einmal Geld für die Fahrt. Aber das sind sie, die ganzen Kühe, die Voxelkühe, die unsere Voxelmilch produzieren. Ja, und der fährt jetzt dahin und ja. Sehr abenteuerlich hier meine Konstruktion. Ist so mehr so Achterbahn, was ich hier habe. Anstatt seriöses Zugstreckenbau. Okay, und das wird bestimmt noch viel mehr Produktionssachen geben, die du verbinden sollst. Das schaue ich mal an. Ich will sehen, wie der da rüberkommt. So, das wird interessant. Da wird er sich richtig quälen. Mit zwei Hängern auch mit Milch. Cool wäre es ja noch, wenn es verschiedene Züge geben würde. Es kann ja auch sein, dass es so kommt. Das Spiel erscheint ja erst dieses Jahr. Das könnte ich mir nur vorstellen, dass sowas kommt. Oh. Zieh, Junge, zieh, zieh. Jawohl, bergab ist immer einfacher. Und aufpassen unten am Prellbock. Nicht, dass er gegenballert. Jo, einmal eindippen da vorne die Spitze. Macht gar nichts. Sehr schön. Hat er geschafft. Abhängen die Dinger. Und wieder zurück. Jetzt ist es natürlich schwierig aus dem Stand, ne, darüber zu kommen. Das Spiel hat diesen so einen Blur-Effekt. Kann man den abmachen? Ausmachen? Abmachen. Graphics. Was haben wir denn? Level of Detail, Shadow Quality, Anti-Aliasing, Visual. Motion Blur. Das mag ich gar nicht so gerne. Dann machen wir mal aus. Aber ich meine mehr so dieses in der Ferne. Ich glaube, das ist dann... Ja, das ist dann weg. Das mag ich nicht so. Ich finde das so schöner. Gut, machen wir mal Next. Okay.
Alle Ziele erreichen, natürlich, natürlich. Money left, nehme ich die mit, 404, next level. Okay, drei Level können wir, glaube ich, spielen. Bonus Challenges. Fun Challenge and the level with at least. Okay, $200 soll ich noch am Ende haben, also es gibt Bonusziele. Wenn ich noch $200 habe, bekomme ich das Bonusziel. Use a total of 6 cards. Okay. Also 6 Züge soll ich haben, wenn ich das richtig verstehe. Okay, was ist das jetzt hier? Rails cost half. Das sind so Karten, die ich ausspielen kann. Consumes card on use. Okay. Okay. Also, wir haben erstmal wieder. Was haben wir hier? Braucht Milch. Produziert Milch. Braucht Milch. Das ist ja eigentlich ganz einfach. Das heißt, wir klatschen das Ding hier hin. Und der muss natürlich auch einen Bahnhof kriegen. Und er muss einen Bahnhof kriegen. Stell dir mal so hin, dass wir von hier noch irgendwie weiterfahren können. Okay, das heißt, wir machen jetzt erstmal so eine schöne kurze Strecke hier hin. Er versorgt den. Oh, das war schlecht. Nee, das ist doof. Wenn ich da mal irgendwie an die Dings ran will. Sehr gut. Versorgt. Ja, ich glaube, ich hätte jetzt gleich mit diesen Karten bauen können, ne? Mache ich gleich. Ja, sehr schön. Was ist das hier? New Cards Unlock. Ah, günstige Brücken. Okay, neue Gebäude. Oh, was ist das? Das ist was Neues. Braucht Mehl. Aha. Das Ding produziert Weizen. Den Weizen bringen wir hier hin. Und der macht dann Mehl. Und hier bringen wir zum Bäcker das Mehl. Okay. Das macht Sinn. Das bedeutet, wir brauchen erstmal eigentlich überall Bahnhöfe. Also hier muss ein Bahnhof hin. Das ist ja nun mal gesetzt. Hier muss ein Bahnhof hin und ja, hier natürlich auch. Klar. So, dann spiele ich das mal aus. Ich markiere das mal. Machen wir das. Genau. Also das heißt, eigentlich muss das erstmal hier hinfahren. Das ist eine Brücke, aber dann mache ich mal Cheap Bridges. 56. Und wenn ich das nicht anhab? Oder 22. Okay, das spart schon echt Geld, ja. Fahren wir mal da ran. Das bauen wir. So, du bringst jetzt erstmal den Weizen dahin. Und dann wird er von hier runtergebracht. Hoffentlich geht das mit dem Geld. Warte mal, wir machen mal Cheap Rails. Damit ich da Geld spare. Ja, hier durch, na klar. Ich möchte eigentlich gerne hier hinten ran, aber das wird schwierig werden. Ah, es wird schwierig werden. Was hat er? Ja, zu sehr gebogen, das Ganze. Okay, dann machen wir das so. Und schön Schissler Weng hier. Sehr schön. Das läuft. Dann haben wir das Ganze schön versorgt. Warum fahren da zwei Züge? Okay. Je länger die Strecke, desto mehr Züge, oder wie? So, die nächsten Produkte. Oh. Oh. Press Tab. Ah, wenn du Tab drückst, dann zeigt er dir erstmal alle an. Man weiß, was Sache ist. Wenn ich es wieder drücke, ist weg. Okay, was ist denn hier los? Das ist die Stadt. Die Stadt braucht Brot. Sie braucht Milch. Und sie braucht Käse. Guck mal, das wird nämlich immer komplizierter mit der Zeit. Und sie braucht Käse. Ihr macht Milch. Das heißt, Milch könnte ich dann transportieren. Ich könnte... ja, Brot kriege ich natürlich vom Bäcker. Der Bäcker macht das Brot. Und woanders kriege ich gerade gar kein Brot. Und hier ist Käse. Die werden ja versorgt mit Milch, die produzieren also schon Käse. Puh, jetzt muss er schon drei Sachen hinbringen. Liebe Stadt, das wird schwierig. Das wäre schön, wenn ich das nicht... Ja, ich muss die Dinger frei halten hier, ne? Die Anschlüsse. Das heißt, du musst es ein bisschen so bauen. Okay, also ihr braucht Käse. Den bringe ich euch hier. Ich glaube, es ist nicht so gut, sich das dazu zu bauen, aber ich... Ja, es geht anders im Moment nicht. Okay, Käse haben wir schon mal. Genau, hakt er ab. Jetzt brauchen wir noch die Milch. Die gute Milch. Die gute Milch. Ja, die Milch von hier zu bringen, das wäre ja Wahnsinn.
Ich glaube, günstiger ist dann doch der Bahnhof. Dann die Verbindung. Okay, und das heißt, ihr braucht jetzt noch Brot. Und das ist der weiteste Weg überhaupt. Ja, das heißt, wir fahren von hier. Ja, das wird viel zu teuer, glaube ich. Wir müssen ja in die Stadt, das ist das Problem. Ah, zu sehr gebogen. Oh, dann machen wir von hier, da runter. Perfekt, kann ich so bauen. Jawohl! Hier, so macht man das. So baut man Brücken. Das ist auch kein Problem für so einen Zug. Sehr schön, die sind schön versorgt jetzt. Ach, guck mal, die Stadt ist jetzt gewachsen. Dadurch, dass ich sie gewachsen habe, dadurch, dass ich sie versorgt habe. Okay, neue Karten. Jawohl, sehr gut. Und neue Gebäude. Eine Stadt. Okay, eine Stadt möchte versorgt werden. Natürlich mit den Sachen, die wir eben schon hatten. Du bist die Bäckerei. Die bräuchte Weizen. Hier wäre die Mühle. Und die brauchen im Endeffekt ja alles. So, also erstmal kriegt die Stadt ihren Bahnhof. Ganz wichtig. Hier haben wir Brot. Brot wollen wir haben. Das heißt, wir schaffen erstmal eine Verbindung darunter. Irgendwie, puh, das wird krass. Machen wir gleich mal Cheap Rails, Cheap Bridges. So. Genau, das habt ihr schon mal. Ich weiß gar nicht, ob ich die Mühle jetzt brauche. Weil die kriegen jetzt ja schon... Zwei Sachen sind die schon versorgt? Okay. Warum, wo kriegen die Milch jetzt her? Weil... Hier ist Weizen. Und wo fährt er nochmal hin? Er fährt ja in die Stadt. Kriegen die das jetzt über die Stadt dann? Wo kriegen die denn bitte ihre Milch her? Okay, dann braucht ihr nur noch... Ja, da bin ich ja mal gespannt. Wo können die denn... Hier ist Milch produziert. Die werden irgendwo von hier versorgt, ne? Der fährt hier hin, liefert das ab und dann fahren die da weiter, oder wie? Er nimmt gleich... Also... Kann man sehen, was die transportieren? Nee, schade. So, er holt jetzt Milch. Er bringt ja auch Milch. Er kann keine Milch bringen. Der hat einfach den Hänger dafür dran. Der wird Milch hier aufnehmen. Size 4, okay. Das ist Size 3. 100 Pro wird das so sein. Und dann tingelt der zurück hier. Tschick, 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 tschick. Hier hin. Lädt das aus. Und er nimmt nachher die Milch mit. Genau. Ach, die tauschen sich raus. Das ist cool. Okay, dann brauchen wir nur noch Brot. Brot kriegen wir hier. Aber der kriegt ja leider kein Weizen. Ich könnte jetzt aber auch. Könnt ihr Brot irgendwo anders herholen? Ihr habt doch schon Brot irgendwo. Ja, Brot kriegen die doch schon. Nee. Komischerweise kriegen die kein Brot. Der produziert Brot, kriegen aber kein Brot. Hä? Das ist wirklich sehr merkwürdig. Warum kriegen die kein Brot? Milch und Käse. Ja, aber Brot nicht, obwohl hier Brot hergestellt wird. Na, wahrscheinlich muss ich es extra machen. Ich mache das einfach mal. Okay, das heißt, hier wird Brot produziert. Das wird mit dem Geld nämlich schwierig. Du bist die Weizenfarm. Ja, warte mal, das hätte ich mir sparen können. Lass mal weg. Weizen. Braucht... Nee, doch. Ich muss die ganze Kette ja bauen. Das wird ja nie was. Puh. Na, warte mal. Cheap Stations gibt es leider nicht. Okay. Okay, wir brauchen jetzt Cheap Rails. Jetzt baue ich dann gleich die längste Strecke, wa? Also das ist der Bäcker. Der braucht das Mehl. Das Mehl kriege ich ja von da. Okay. Okay, Special Challenge complete. Aha, ich will nichts bauen. Completed, das heißt, er fährt da jetzt hin. Das bringt ihm natürlich nichts. Ich habe nur noch günstige Schienen. Nein, ich will keine Station. Mach die Station weg. Bau die weg, Junge. Wir müssen nochmal hier ran. Ja, das ist doof. Mach da ran.
Okay, das geht jetzt. Es kommt wieder Geld rein. Sehr gut. Okay, und das heißt, die kriegen jetzt natürlich immer noch kein Brot. Weil die müssten ja hier angeschlossen sein. Warte, machen wir mal Cheap Bridges. Nein, ich will keine Station bauen. Mach das mal weg. Mach das weg. So, die Cheap Bridges. Dann klatschen wir es einfach ran. Und dann sind die versorgt. Level completed. Ja, ich habe leider ein Ziel nicht erreicht. Ich sollte nämlich... Ja, genau. Das habe ich erreicht. Ja, diese 6 Cards. Aber das habe ich nicht gemacht. Ich habe nicht $200 überall. Das ist gar nicht so leicht, wie man denkt. Da habe ich nicht sehr optimal gebaut. Ah ja, gut. Ah ja, gut. Irgendwas ist immer, ne? Aber alle sind versorgt. Alle sind glücklich. Das ist doch die Hauptsache. So, nächstes Level. Ja, genau. Zeigt mir das alles nochmal an. Das habe ich erreicht. Ah, $73 hätte ich mehr haben müssen. Next Level. Okay. Ich soll am Ende $850 überbehalten. Create a railroad that on completion immediately connects 4 resources. Okay, puh. Das wird bei mir wahrscheinlich so nebenbei funktionieren. Stack Bonus. Okay. When a new railroad supplies, multiply buildings at once, you get extra money. This requires planning ahead. Oh, vorausplanen. Das ist genau mein Ding, ne? First, connect the mill to the city. Then connect the other buildings to the mill. The mill, bakery and city. Ach so. Das heißt, first connect the mill to the city. Okay, die Mühle zur Stadt. Connect other buildings to the mill. Also alles andere wird dann quasi zur Mühle geliefert. The mill, bakery and city will then all supplies at the same moment. Okay. Ach so, warte mal, weil hier alles drin ist. Braucht. Nee, wir brauchen alles, okay. Okay, was haben wir denn noch? Also hier haben wir Weizen, klar. Okay. Heavy Freight Train. Cheap Rails. Von mir aus. Also. Dann nehme ich jetzt mal diesen Heavy. Achso, das geht wahrscheinlich erst, wenn ich komplett fertig habe. Das heißt, ich soll ja hier runter. Achso, die Stadt braucht ja erstmal einen Bahnhof. Dann machen wir den hier so hin. So. Das heißt, ich fahre jetzt da so hin. Okay, ich weiß noch nicht, wie ich das einsetze. Select. Okay. Wie auch immer. Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Okay, das ist die Weizenfarm. Die muss ja hier in den Weizen bringen. Damit wir Mehl kriegen. Okay. Das machen wir mal, indem wir jetzt einfach mal einen Bahnhof hier hinstellen. Und das Ganze hier verbinden. Warte mal, da war irgendwas angezeigt eben. Ja, das ist klar. Okay, und er sagt, jo, Brot bringt er auch dahin. Wenn ich den Heavy nehme, den könnte ich jetzt einsetzen. So, die tauschen sich ja aus, die beiden Gebäude, das ist klar. Oder beziehungsweise er bringt das dahin. Und die bringen natürlich auch das Brot. Okay. Ja, der Bäcker produziert. Ja, klar. So. Also nochmal. Machen wir das mit dem Heavy White Train. Heavy Fried Train. Stack Bonus. Ja. Es gibt auf jeden Fall ordentlich Kohle. Ich habe noch nicht richtig kapiert, aber ist egal. Das ist ein anderer Zug. Sieht der anders aus? Ja, der sieht anders aus. Sehr schön. Okay. Euch fehlt jetzt aber immer noch Milch und Käse. Das heißt, ich hole mir erstmal die Karten ab. Und neue Produktionsstätten. Ja. Okay. Jetzt könnte der doch wahrscheinlich hier weiterfahren. Nimmt die Milch mit, weil die brauchen ja auch Milch. Das ist das, glaube ich, was so gemeint ist, ne?
Die brauchen Milch. Und der wird garantiert den Käse hier mit hinnehmen. Das glaube ich, genau. Dann machen wir Cheap Bridge. Ja, vielleicht wäre eine Station erstmal ganz gut. Machen wir mal. Ja, machen wir mal hier hin. Cheap Bridge, Cheap Rails. Die kriegen jetzt ihre Milch. Jawohl. Jetzt brauchen sie aber noch Käse. Dann machen wir Cheap Rails. Verbinden die beide. Ja, bauen wir erstmal einen Bahnhof hin. Weil ohne Bahnhof geht hier gar nichts. Ja, das ist alles ein bisschen... Hier oben hinstellen, dann brauchst du gleich eine Brücke, glaube ich. Ich mach's mal so. Jawohl. Stack-Bonus, 100, ja, 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 168, okay. Ich glaube, so habe ich mir das vorgestellt, ja, dass es funktioniert. Na, jetzt fährt er, fährt ja dann, er fährt gar nicht. Worüber wird, werden die denn versorgt? Das tauscht sich hier wahrscheinlich aus, ne? Genau, der Käse wird hierher transportiert, die Milch sowieso, der fährt den ganzen Kladderadatsch jetzt in den Bahnhof und von dem Bahnhof wird es dann weiter dahin gebracht. Jo. So, was haben wir denn? Neue Gebäude. Sehr schön. Was haben wir denn da Schönes? Wir haben Käse, wir haben Milch und wir haben einen Ort. Und der will natürlich alles haben. Wie immer. Könnte ich da nicht einfach von hier eine Schiene dann bauen? Wenn hier alles zusammenläuft? Das wäre mal interessant. Müsste das nicht gehen? Wahrscheinlich jetzt geht's nicht. Okay. Ich probiere es mal. Mal gucken, ob es geht. Wir brauchen Cheap und Cheap Rails, weil das wird ziemlich weit jetzt. Aber müsste das nicht eigentlich gehen? Nee, er wird nicht versorgt, ne? Also, da wird jetzt gar nichts versorgt. Aber hier müsste doch eigentlich alles ankommen, oder? Ich kann nur diese eine Stadt damit versorgen. Ja, dann müsste ich das jetzt ganz gerne wieder zurückhaben, das Geld. Kann ich das wieder rückgängig machen? Gibt's da irgendwie sowas? Resume. Settings, Restart Level könnte ich machen. Also ich glaube, hier habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Das war weil ich dachte, okay, hier wird doch alles hintransportiert. Da kommt, ja, Milch kommt hier hin und Käse kommt hier hin. Und Brot, ja, im Endeffekt auch. Von wo eigentlich? Wo wird hier halt das Brot produziert? Ja, die bekommen auf jeden Fall Brot. Hä? Wo bekommen die Brot her? Wer ist denn hier der Brotdealer? Der macht Weizen. Weizen bringt. Ach, er macht das Brot. Ja, nee, er macht Mehl. Er macht die Milch. Er macht Käse. Hä? Wo kriegen die ein Brot her? Das verstehe ich jetzt gerade nicht so. Irgendwo muss doch hier. Das ah, hier nebenan. Ach so, weil die zusammenstehen, ne? Okay. Ja, aber leider fruchtet das hier nicht. Schade. Ja, also hätte ich die doch verbinden müssen. Ist jetzt ein bisschen doof. Weil das werde ich jetzt so nicht mehr hinkriegen. Kann das abreißen noch? Nee, irgendwie nicht. Also ich wüsste jetzt nicht wie. Mal gucken. Nochmal Settings. Wir gucken nochmal bei den Controls. Kamera, Station Mode, Spacebar. Rotate, Confirm, Back, Delete. Ne, damit mache ich eine. Warte mal. Entfernen. Nee, kriege ich ja jetzt nicht hin. Schade, schade, schade. Hätte Level noch gern zu Ende gemacht. Aber ja, die Folge ist auch schon vorbei. Geht schon ziemlich lange. Aber das könnte ein ganz cooles Spiel werden. Wenn man da ein paar bessere Ideen hat als ich. Ich müsste öfter spielen. In Deutsch wäre das auch ein bisschen besser. Da würde ich es vielleicht noch einen Tick besser verstehen. Ich wollte das auch nur mal zeigen. Ja, das Spiel soll dieses Jahr erscheinen. Ich bin gespannt. Vielleicht behalte ich es sogar im Auge und werde das vielleicht sogar auch spielen.
Ich werde mal schauen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel so findet. Ob ihr es vielleicht schon gespielt habt, die Demo. Wie euch das so gefällt. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr schon geschehen, ein Däumchen da lasst. Und in eine meiner weiteren Videos reinschaut. Das wäre natürlich ganz prima. Ja, und wie immer verbleibe ich mit einem Ciao, ciao.